Mystique, die Gestaltenwandlerin. Sie kann ihr Äußeres im Nu verändern. Mal sieht sie so aus. Und mal so. Dann wieder so. Und manchmal auch so. Hä? Ich bin ja ein Surfbrett. Wie krass. Mystique ist eine Mutantin, das heißt, sie ist ein Mensch mit verändertem Genmaterial. Normalerweise hat sie blaue Haut und gelbe Augen, ganz so wie die Charaktere im Film Avatar. Raven nennt sie sich, wenn sie ihr menschliches Aussehen hat. Und sie hat die Fähigkeit, sich in alle möglichen Menschen zu verwandeln. Sie kann sich zum Beispiel auch in andere Lebewesen verformen, wie zum Beispiel ein Tier. Dabei kann sie ihre Größe und auch ihre Masse verändern. Aber ihre Superkraft geht noch weiter. Sie kann sich zum Beispiel auch in einen Gegenstand verformen. Sie bewerkstelligt das Ganze durch die bewusste Kontrolle jeder einzelnen Körperzelle. Aber ihre Kraft hat auch ihre Grenzen. Wenn sie die Form eines anderen Superhelden annimmt, dann übernimmt sie nicht dessen Fähigkeiten. Piu, piu, piu. Hä? Das funktioniert ja gar nicht. Das klingt erstmal total abgefahren, aber so verrückt ist das gar nicht. Fangen wir erstmal mit den Sachen an, die überhaupt nicht klar gehen. Also, dass ein Körper allein durch Willenskraft seine Masse verändert, das klappt leider nicht. Denn es gibt das Gesetz zur Erhaltung der Masse. Demnach müsste Mystique das gleiche Gewicht beibehalten, egal welche Form sie annimmt. Also egal wie groß oder wie klein sie wird. Oh, Mystique, was bist du schwer? Abgesehen von der Masseproblematik gibt es in der Natur auch Tiere, die ihr Äußeres verändern können. So zum Beispiel das Chamäleon. Das kann die Farbe ändern, je nachdem in welcher Umgebung es sich aufhält. Bei Gefahr nimmt es dann die Farbe der umgebenden Blätter an. Das clevere Tier macht sich seine Fähigkeit, die Farbe zu verändern, zunutze. Vielleicht kennt ihr das ja aus dem Sommer. Im weißen T-Shirt ist die Hitze gut auszuhalten, aber im schwarzen ist es einfach vollkommen unerträglich. Und genauso macht es das Chamäleon auch und reguliert dabei seine eigene Körpertemperatur. Bei starker Sonneneinstrahlung färbt es sich hell, um möglichst viel von der Sonnenenergie zurückzustrahlen, wir sagen zu reflektieren. Wenn die Sonne nicht so stark scheint, dann färbt es sich dunkel, um möglichst viel von der Sonnenenergie zu tanken, also zu absorbieren. Genau wie Mystique hat das Chamäleon die aktive Kontrolle über die Zellen in seiner Haut. Da sitzen nämlich Farbzellen, die es einzeln ansteuern kann und so Muster erzeugt. Aber es gibt noch viel krassere Tiere, die nicht nur die Färbung verändern, sondern auch ihre Form und versuchen, andere Tiere nachzuahmen. Auf dem Meeresgrund legt der kleine Tintenfisch Macrotritopus defilippi eine 1A-Flunder-Imitation aufs Parkett, oder besser in den Sand. Dafür legt er seine Tentakel dicht an seinem Körper an und schwimmt wie ein Plattfisch durch die tiefen Gewässer. Also so eine Flunder, ne, die hat auch ganz viele Gräten und das ist nicht so lecker für die ganzen Haie und großen Fische und so. Die Fähigkeit, eine andere Spezies nachzuahmen, nennt sich Mimikry. Aber genug davon. Vielleicht sollte Mystique doch eher Mimikry heißen. Oder was meint ihr? Aber nicht nur Tiere schauen sich bei anderen Arten etwas ab. Nein, auch der Mensch kopiert wild die Tierwelt. Und genau das macht man in der Bionik. Hier versucht man das, was in der Natur klappt, technisch nachzuahmen. So hat man zum Beispiel dem Vogel ein Flugzeug nachempfunden. Mit zwei Flügeln und einem Höhenruder. Wenn ihr die Gestalt von irgendeiner Person annehmen könntet, wer wäre das und warum? Schreibt uns einfach ein paar Kommentare. Also ich wäre ja schon gerne Teekanne, ne?